Yo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Wir machen jetzt das hier. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Eine Yuriko-Geschichte. Weil wir gerade hier in der Nähe schon sind. Würde ich sagen, machen wir das. Dann Techniken. Wir haben 5 Punkte. Das ist gar nicht so schlecht. Deswegen machen wir das kurz. Und wollen erstmal hier alles aus, würde ich sagen, oder? Was haben wir denn hier eigentlich? Erstmal hier alles fertig. Perfektes Ausweichen. Oder? Ja, komm. Das reicht, glaube ich, nicht, oder? Doch, perfekt. Aha, fertig. Let's go, let's do this. Blätter? Nein, Blütenblätter. Ah, eine Blume. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yuriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich Eimer voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnenlilien. So ist es. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Aus genug Spinnenlilien lässt sich ein Gift brauen, von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Ach, wenn ihr es für nötig haltet. Ja, das tue ich. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Sehr gut. Hier lang. Dieser Teil des Waldes. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart 3 Tage lang verschwunden, dem Tode nahe, als euch euer Vater endlich fand. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen. Doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht. Wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kazumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kazumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Vorsicht. Sie entehren die Toten. Bleib hier. Warum war mir das klar? Ah, ich krieg das schon hin. Im Prinzip konnte ich Rage einsetzen und ich bin durch, oder? Wieso mache ich das nicht einfach? Weil es nicht so einfach gehen wird. Ah, scheiß drauf. Scheiß Wichser. Okay.
Lady! Headshot, bitch! Scheiße, ich hasse es. Ah, scheiße, ist cool. Ich bin Kunal, ich brauche Kunal, Kunal, Kunal. There we go. Das hab ich mir irgendwie einfacher vorgestellt, muss ich zugeben. Aber egal. Das Stahl, das Kunal, glaube ich, gewesen. Oder zwei sogar. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hinten haben wir einen. Zwei. Hinten liegen wir uns so. Hä? Ja, ich stopp. Where you at? No problem. So, habe ich einen Kunal wieder zurück. Habt ihr sie vertrieben? Ja, sicher. Ja, wir können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Es ist nicht weit. Dann let's go. Hierher! Yuriko, weißt du noch, ich war 5 oder 6. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real? Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kazumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kazumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer hielten ihr für einen Dämonen des Waldes. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt.
Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister. Okay, weiter geht die Reise mit Yuriko. Also für meine Legenden-Status wird das nicht viel tun, aber trotzdem. Der Friedhof ist nicht weit. Ohne volle Wassereimer erscheint er viel näher. Sie mögen Stein zerstören, doch das Andenken an diese Krieger löschen sie nicht aus. Bitte sammelt die Spinnenlilien. Ich kann nicht hinsehen. Na, da hinten. Komm ich da nicht drüber? Da. Meine Tante Matsu würde bei diesem Anblick Tränen vergießen. Die meisten dieser Krieger fielen in der Yarikawa-Rebellion. Sie haben Besseres verdient. Das sind alle, die ich finden konnte. Sie reichen aus für das Gift. Doch unser Ausflug soll noch nicht enden. Der Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall reiten wir, mein Herr. Na, let's go. Ach, Kazumasa, ich genieße unsere gemeinsamen Ausritte. Sagtest du Kazumasa? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Bist du oft mit meinem Vater ausgeritten? Fürst Sakai hat mich das Reiten gelehrt. Vorsicht, Mongolen voraus. Wartet, ich mische euch das neue Gift. Wie wirkt das Gift? Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor. Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Sehr gut. Dann los. Schnell. Was sagst du hier, da? Das Gift ist fertig. Nehmt es. Halluzinationspfeil für das Blasrohr. Okay. Got it. Ich bleibe hier. Mongolische Adler. Die Mongolen haben Augen am Himmel. Das ist ja terrible. Pferd! Okay.
Ich hasse dieses scheiß Adler. Geh mir jetzt schon auf den Sack. Scheiße, ich kann nicht. Das ist mir alles zu tight einfach. Das ist mir einfach zu tight. Ich mag es einfach nicht irgendwie schießen und so. Das ist mir alles von der Sensitivität zu krass einfach. Ich würde gerne schießen, wenn es geht. Ich habe schon wieder das Problem, ich kann schießen. Geht das jetzt? Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Ja, die Sensitivität ist mir zu extrem. Das ist nur für jetzt. Wenn die Mongolen fort sind, brauche ich keins mehr. Hast du ihn umgebracht? Sehr gut. Was fällt denn aus? Kunai? Perfekt. Er ist noch nicht vollständig vertrieben. Ich weiß doch nicht mal, wo die ist. Alter, hört mir doch auf. Was ist das denn jetzt? Ich weiß doch nicht mal, wo Yuriko ist. Oh Leute, ich wollte gerade ins Lager reingehen. Wieso? Ich dachte, wir wären diese Banditen losgeworden. Wieso kann ich jetzt in das Lager nicht rein, wenn ich fragen darf? Keine Banditen, Mongolen. Oh, von hier aus konnte ich sie nicht sehen. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, Yuriko. Sehen wir nach. Aber wieso kann ich denn jetzt ins Lager nicht rein? Schnell, Sora! Das ganze Ding ist befreit für nix, oder was? Bist du müde, Yuriko? Nein, Fürst Sakai. Das ist der beste Tag seit unserem Nachmittag am Omi-See. Daran erinnere ich mich nicht. War ich mit dir dort?
Es ist so lange her. Ihr habt es sicher vergessen. Ja, das mit Yuriko ist irgendwie dümmlich gewesen. Natürlich habe ich sie alleine gelassen, das ist normal. Aber sie können jetzt trotzdem ins Lager nicht rein. Der Krieg hat diesen Ort verschont. Das ist bestimmt jede Menge Stahl und so weiter. Wisst ihr noch, junger Meister? Wir haben den Shimura-Kriegern hier unseren Respekt erwiesen und dann den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich, Yuriko. Schreiben wir jetzt eins. Ein Haiku verfassen. Ehrgeiz, robuste Mauern, unbewegter Berg. Ich würde sagen Ehrgeiz. Fließendes Wasser. Leben blüht und welkt. Weise Worte, mein Herr. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Kazumasa meinte immer, Fürst Shimura wäre zu sehr um diese Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche, wie ein Berg. Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört. Inmitten der Schlacht bleiben gute Anführer stets geerdet und standhaft. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Ich möchte noch einen weiteren Ort besuchen, mein Herr. Wenn ihr bereit seid. So, die Stolzen sind nicht von Dauer. Na, bringt mir nicht so viel für meine Legende. Das war klar. Talisman des Fernkampfs. Immerhin kriege ich 18 Leiden dafür. Fürst Sakai. So, liebe Leute, ich mache mal kurz hier einen Folgenbreak. Dann machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Und zwar die Kunst des Sehens. Bis dahin, haut rein und tschüss.